Moin, willkommen zu einem neuen Video zu Diablo 3 und zwar zu den Herausforderungsportalen auf dem europäischen Server. Diesmal Nummer 187, Mönch. Sieht aber wie der weibliche Mönch aus, aber wurscht. Sieht aus wie so ein Wukos. Mal gucken. Jawohl. Fünf Teile an plus Prunkring. Plus Captain Karmesins. Plus Schallende Wut. Plus Von Kim Lau. Ein 36er Gogok. Zusammenkunft der Elemente. Vulkatos. Ein 40er Stärke der Schlichtheit. Rondals Medaillon. Boah, okay. Und Teguk 38er. Dann haben wir hier noch, also doll gerollt ist es nicht. Boah, 607, alter Schwede. Okay. Steinpanzerhandschuhe, Duft der Zeit. Also, jetzt gehen wir mal rüber hier. So, also. Über den Schaden von fegender Tritt, Gewitterfront und Wogel des Lichts. Pro Stapel reißender Wind um 1500%, also 1500%. Das Blöde ist bloß, wir haben hier keinen rachsüchtigen Wind drin, sodass wir nur drei Stapel haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Also das ist echt kacke. Wir haben hier die Gewitterfront drin mit Gegenwind. Gleichgewicht für den 600% Schadensboost nochmal für den Skill. Dann haben wir Steinpanzerhandschuhe für mehr, sage ich mal, Toughness. Prunkring ist klar. Duft der Zeit ist auch klar. Pyloneffekte halten doppelt so lange an. Dazu haben wir hier natürlich noch Captain Karmesins 2er- bzw. 3er-Set, ne, um 20% Abklingzeit und Ressourcekosten einzusparen. Ne. Dazu dann natürlich noch mehr Schaden und Schadensreduzierung durch den 3er-Bonus. Hier auch nochmal, wenn wir Gegner blenden, kriegen die 607% mehr Schaden von Gewitterfront. Blenden tun wir hiermit, mit dem Lichtblitz. Ja, alles andere. Naja gut, Gewitterfront erhält Zyklonstark 570% mehr Schaden. Ja, ist auch nicht so. Naja gut, ist okay. Wollen wir erstmal reingehen hier. So. Da haben wir das nochmal. Auf der rechten Maustaste haben wir die Gewitterfront mit Gegenwind. Zu kanalisieren, erzeugt eine eisige Explosion im Kreis, bla bla bla. Dann haben wir hier auf der linken Maustaste Zyklonschlag. Braucht man eigentlich nicht. Wegen der Waffe hier, ne? Der aktiviert das dauernd, ne? Man muss sie nur mitnehmen, dass man das überhaupt hat, aber aktiv casten braucht man es nicht. Dann haben wir hier den reißenden Wind drin. Ah, wie gesagt, der stackt natürlich jetzt nur bis dreimal, leider. Dann haben wir hier die Offenbarung drin. Immer gut, Wüstenschleier, Schadensreduzierung. Dann haben wir hier ein Mantra drin, Wendigkeit, das ist das mit Ausweichchance, genau. Und wir haben hier den Lichtblitz drin. Ganz wichtig, dass wir da die Leute immer blitzen, weil dann kriegen wir hier nochmal mehr Prozent Schaden. Die Waffe ist natürlich nicht so doll, weil dann die ganzen Leute weglaufen, aber gut, okay. Aber Angriffsgeschwindigkeit wird dadurch erhöht. Und alles andere, ja gut, okay. Hätten. Passiven haben wir hier noch. Proc. Für zwei Waffen kriegen wir Angriffe auszuweichen. Nochmal Ausweichchance. Dann haben wir die Abklingzeiten, okay. Und wir haben geblendete Gegner, kriegen nochmal mehr Schaden. Aber auch machen. Templar. Oh, hat alles. Ist, kann sterben. Ja, wahrscheinlich so sein, weil ich kann das nicht angucken hier, geilerweise. Ist ja auch cool. Ja, toll. Toll. Boah. Aber jetzt kann ich es angucken. So. Sämtliche Fertigkeiten. Engelsbeistand, na toll. Na gut, okay. 4% Heilkugeln. Dämonikerring. Ja, gut. Okay. Also, wollen wir doch einfach mal gucken, was wir da so hinkriegen. Und dann schauen wir mal. Also, wir müssen eigentlich immer den reißende Wind aufrechterhalten, damit wir da die Stacks kriegen führen und mal gucken, ob Gewitterfront genug Schaden macht. Wir sind Paragon 675
Und dann mal gucken, ob wir da genug Schaden mitmachen. Mal sehen. Das ist ein Rift Nummer 5, Höhe 50. Und wir sind langsam unterwegs. Und wir haben kein... Boah, Alter, wie ist das langsam? Also Schaden ist okay so. Oh Mann, da. Er hat immer wieder ein Pack. Hat der gar nichts in Bewegungsgeschwindigkeit drin, ey? Boah, das ist ja. Also Schaden reicht völlig aus für einen 50er. Also das ist alles kein Problem. Geisteskraft haben wir leichte Probleme. Ja, Geisteskraft ist. Oh. Alter, wieso kriege ich den nicht tot hier? Es kann doch nicht sein. Ich habe keine Geisteskraft. Na komm. Falscher Monitor gewesen. So. Da oben ist ein Pylon. Macht. Gut. Brauche ich eigentlich nicht. Also der Klon macht auch ordentlich Schaden, natürlich auf 50 schon, ne? Eigentlich würde ich jetzt gerne hier in dieser Ebene spawnen, damit der Klon den Schaden macht für den Boss, aber egal. Dann machen wir es eben hier. Ja, ich habe wieder. Geisteskraft ist leicht problematisch. Muss ich warten, bis es wieder kommt hier. So. Muss ich nochmal kurz gucken hier. Also, das ist. Ich habe auch keinen Generator, ne? Posten. Kosten, Kosten, also ich habe keinen Generator. Es kostet alles nur Geisteskraft. Und wie kriege ich Geisteskraft wieder? Schwierig.
Naja, okay, also Offenbarung ist klar, aber naja. Also, ach ja, Bewegungsgeschwindigkeit wollte ich gucken. Null. Ja, null Bewegungsgeschwindigkeit extra. Also da ist echt ein bisschen. Oh, hätte man ein bisschen mehr machen können. Aber egal. Jetzt wollen wir nur mal kurz die Bestenliste angucken. Ach ja, die funktionieren ja nicht. Ja, super. Das war's. Und ja gut, also, es ist machbar, es zieht sich, weil man halt langsam ist, ne? Aber was soll man machen? So ist das nun mal. Und was geht wieder von drauf? Ja, also eigentlich. Ja. Gut, okay, also bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, also die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.